keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren kleinen Video, in dem wir heute noch einmal über die BlizzCon 2015 sprechen, denn dort hat Blizzard ein bisschen mehr sich zu den Artefaktwaffen und zu den Klassenhallen geäußert und besonders wie denn das ganze System funktioniert. Vielleicht am Anfang noch mal ein kurzes Wort, was die Artefaktwaffe überhaupt ist. Jede Klasse und jede Spezialisierung bekommt am Anfang der Erweiterung, also noch in der Levelphase, seine Artefaktwaffe. Damit spielen wir dann quasi die komplette Erweiterung durch und können die Artefaktwaffe einerseits später mit verschiedenen Skins ausstatten bzw. ja ein bisschen im Aussehen verändern und auf der anderen Seite handelt es sich dabei wie um eine Art der alten Talentbäume mit zusätzlichen Effekten und Veränderungen für unseren Kampfstil. Nun ist es so, dass wir eben am Anfang der Erweiterung erst einmal in unsere Klassenhalle geschickt werden, um dort dann eine Quest anzunehmen, welche uns die Geschichte rund um unsere Artefaktwaffe erzählt, aber uns natürlich auch diese beschafft, beziehungsweise wir dann unsere Waffe dann zusätzlich noch mit diverser Energie aufladen müssen, wir teilweise eben schwierige Prüfungen bestehen müssen, aber auf jeden Fall einiges erledigen müssen, um an die Waffe zu kommen. Als Beispiel wurde von Blizzard hier der Gebrechenshexenmeister genannt. Dieser muss nämlich mit der Erweiterung, um seine Artefaktwaffe zu bekommen, unter die Gewölbe von Karazhan reisen und dort seine Waffe mit gefallenen Seelen aufladen. Wie wir oben sehen, ist das hier auch der Fall, nämlich besonders das rechte Bild zeigt uns dann, wie die Quest vonstatten geht. Leider gab es dazu kein bewegtes Bildmaterial. Wenn wir unsere Artefaktwaffe dann eben im Laufe der Questreihe bekommen haben, können wir diese öffnen und haben Zugriff auf das besondere Interface unserer jeweiligen Waffe. Das sieht natürlich bei jeder Waffe ein bisschen anders aus, aber wir haben jetzt auch hier noch den Hexenmeister quasi als Beispiel und schauen uns das gemeinsam mal an. Wer den alten Talentbaum nämlich noch kennt, wie man ihn aus ja, Classic, Burning Crusade, Wrath of the Lich King und teilweise eben auch noch aus Cataclysm kannte, der wird das Ganze hier in einer bestimmten Art und Weise zumindest wiedererkennen. Es ist nicht ganz so sortiert auf dem ersten Blick, aber trotzdem sind diese Eigenschaften alle miteinander verbunden und es gibt diverse Ränge, die wir teilweise eben freischalten können und wie man auch gut sieht, diverse Einstufungen, nämlich haben wir teilweise eben so einen schönen goldenen Drachen drumherum, wie wir das Ganze auch bei Elite-Gegnern haben, welche dann eben meist sehr essentielle Zauber sind, die eben unseren Spielstil beeinflussen. Teilweise gibt es dann aber auch passive Talente, die eben nicht aktiv in den Kampf mit eingreifen oder die uns nur zusätzliche Boni gewähren. Und zusätzlich gibt es auch noch diverse Ränge von manchen Eigenschaften, sodass wir dort mehrere Ränge erst freischalten müssen, um zum nächsten Punkt zu gelangen. Laut den Entwicklern werden wir bereits in der Levelphase ein bisschen was von der Artefaktwaffe freischalten. Ziel ist es quasi, dass wir innerhalb der Levelphase den ersten Major Trade, also die erste große Eigenschaft mit so einem schönen goldenen Drachen drumherum erreichen. Das Ganze muss aber nicht sein, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal darauf, wie das Ganze denn später aussieht. Denn wenn man dann Stufe 110 erreicht hat, wird es tatsächlich eben Aufgabe sein, seine Artefaktwaffe aufzuladen und auszurüsten bzw. zu erweitern und man wird laut Aussage der Entwickler mehrere Monate auf jeden Fall damit beschäftigt sein. Dabei ist es natürlich wieder so und das darf man nicht vergessen, es kommt ganz darauf an, wie viel Zeit man eben in das Spiel investiert. Wer eben wesentlich mehr Zeit in das Spiel investiert, wird hier schneller voranschreiten. Spieler, die eben weniger Zeit in das Spiel investieren, brauchen eben gegebenenfalls länger. Doch wie kann man eigentlich die Eigenschaften freischalten? Es ist nämlich gar nicht so einfach, diese freizuschalten. Wir sammeln nicht einfach Erfahrungspunkte und investieren die oder sammeln Talentpunkte, wie man das noch von früher kennt. Nein, wir benötigen, um diese Eigenschaften freizuschalten, nämlich Artefaktpower. Die Artefaktkraft ist, wenn man es ganz streng nehmen will, sowas wie eine neue Währung, welche wir sammeln können und dann quasi in unsere Artefaktwaffe investieren. Und Blizzard hat uns hier auf der BlizzCon einige Möglichkeiten gezeigt, wie wir denn an Artefaktmacht kommen können, nämlich über Questen, also teilweise auch über die großen Dailies, dazu haben wir aber ja auch bereits in diversen Artikeln gesprochen, über seltene Gegner, es gibt teilweise eben seltene Drops, die uns Artefaktmacht bescheren, über Dungeons, über Schlachtzüge,
über Schlachtfelder, über Arena und noch weitere Möglichkeiten. Kommen wir nun zum letzten Punkt heute zu den Artefaktwaffen, nämlich zu den Relikten. Im Laufe unserer Reise durch WoW Legion werden wir zum Beispiel, wie wir es jetzt hier sehen, durch Quests Relikte bekommen, aber natürlich auch durch andere Aktivitäten, wie zum Beispiel in Dungeons als Beute oder natürlich auch in Schlachtzügen. Diese Relikte kann man dann in der Artefaktwaffe ausrüsten und natürlich auch ändern und gewähren uns zusätzliche Boni und verstärken unsere Artefaktwaffe auch noch im Allgemeinen, sodass diese quasi im Item-Level steigt und wir dadurch noch mehr Schaden verursachen oder eben mehr Heilung. Auf den folgenden beiden Bildern sehen wir das Ganze sehr gut. Wir haben überhalb von unseren Talenten, also unseren Eigenschaften und den passiven und aktiven Fähigkeiten, zwei Slots hier. Und dort kann man eben die Relikte einbringen. Das Relikt auf der linken Seite gibt uns nämlich, wenn wir es dann ausrüsten, 10 Item-Level und einen zusätzlichen Rang für eine Eigenschaft, welche unser instabiles Gebrechen verbessert. Dieses hat normalerweise 3 Ränge und muss auch mit allen 3 Rängen ausgestattet werden, um eben diesen Punkt in diesem Talentbaum zu passieren. Und wir haben jetzt mit diesem Relikt eben 4 Punkte und statt 8% Chance auf zusätzliche kritische Treffer haben wir jetzt eben eine Chance von 10%. Kommen wir nun zu den Klassenhallen, welche natürlich teilweise eng verwoben mit den Artefaktwaffen sind, aber die Klassenhallen sind auch noch viel mehr, denn sie sollen ein Treffpunkt für alle Spieler einer Klasse sein. Jede Klasse wird seine eigene Klassenhalle haben, die Besonderheit dabei ist aber, dass Horde und Allianz sich eine Klassenhalle teilen werden. Die beiden Fraktionen werden aber, man kann sagen, nebeneinander herleben. Es ist nicht so, dass diese miteinander interagieren oder sich miteinander verständigen können, außer Dämonenjäger. Dort läuft momentan ein interner Test bei den Entwicklern, bei denen man probiert, wie weit denn das Ganze sinnvoll ist, dass Dämonenjäger sich untereinander unterhalten, da diese ja mehr oder weniger zumindest so eine kleine Unterfraktion innerhalb der beiden Fraktionen bilden. Persönlich gehe ich aber mal davon aus, dass das Ganze nicht so in das Spiel kommt, denn dann müsste man das auch den Todesrittern erklären, denn dort könnte man die gleiche Begründung anführen. Ein bisschen erklärt wurden die Klassenhallen mit der Mondlichtung, ein Gebiet, welches hauptsächlich für Druiden gestaltet wurde, welche ja eben auch hierhin teleportieren können, und man wollte das Ganze auf eine komplett weitere Ebene heben und deswegen wurde als Beispiel jetzt The Dream Grove angegeben, welches sich dann in Valshara befindet und eben die Klassenhalle der Klassenorden für die Druiden sein wird. Optisch natürlich sehr ansprechend für die Druiden, sehr viel grün, sieht ein bisschen aus wie im smaragdgrünen Traum, das Ganze ist natürlich auch so gewollt. Blizzard stand aber vor der großen Herausforderung, für diverse andere Klassen eben diese so zu designen, zum Beispiel beim Krieger, dass sich dort alle Persönlichkeiten eben zu Hause fühlen. Es kann eben sein, dass jemand seinen Krieger gerne als schmutzigen Barbar spielt, der als blutrünstiger Ork irgendwie durch die Horden flaniert, aber es kann natürlich auch sein, dass dort der strahlende Ritter aus Sturmwind eben auch ja seine Klassenhalle aufsucht und dort sich ebenfalls zu Hause fühlen soll. Das war die große Schwierigkeit. Die Entwickler versprechen aber, dass alle Spieler sich in ihren Klassenhallen zu Hause fühlen werden. Wir alle erinnern uns noch aus das System von Warlords of Draenor mit der Garnison, dass wir eben Anhänger haben und diese losschicken. Dieses System wird in Legion erweitert, nämlich mit speziellen, besonders starken Charakteren, die wir in der Klassenhalle rekrutieren können, um sie auf unseren Reisen mitzunehmen. Man kann das ganze System ein wenig so erklären, dass Blizzard nicht mehr möchte, dass wir einfach an einem Tisch stehen und unsere Anhänger losschicken, sondern dass wir uns diverse Anhänger eben mitnehmen, wie eben die beiden genannten Charaktere, und dann selber die Missionen erledigen. Jede Klasse hat natürlich seine eigene individuelle Klassenhalle. Diese sind so weit auseinander, dass es teilweise sogar eben eigenen Klassen-Content gibt, kann man sagen. Also Quests beispielsweise, die speziell auf die Klasse zugeschnitten sind. So kann es zum Beispiel sein, dass ein Schurke dazu aufgerufen wird, einen Taschendiebstahl zu begehen. Dämonenjäger werden hingegen ja dazu angehalten, Dämonen zu töten und eben dann die Beweise in die Klassenhalle zu bringen. So wird jede Klassenhalle den Spielern auch zusätzliche Boni bieten. Zum Beispiel haben Jäger, welche ihre Klassenhalle in Hochberg haben, Zugriff auf ein besonderes Flugnetzwerk. Druiden können Orte in der Wildnis schneller erreichen und Krieger haben die Möglichkeit, das sehen wir jetzt auch sehr gut hier auf dem linken Bild, die Möglichkeit in einer eigenen Arena mit NPCs zu kämpfen.
Doch wie kommt man eigentlich in die Klassenhalle? Das ist eine gute Frage. Die Spieler werden dazu so etwas wie einen Ruhestein wiederbekommen, wie man es ja bereits von der Garnison kannte, allerdings in einer anderen Form. Gut zu erkennen ist das Ganze eigentlich beim Todesritter, welcher ja sein schwarzes Portal hat, sein schwarzes Tor, welches er dann benutzen kann, um in seine Nekropole zu kommen. Der Jäger zum Beispiel wird einfach von einem riesigen Adler abgeholt und dann nach Hochberg geflogen und auch die anderen Klassen werden diverse Möglichkeiten bekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, hoffe ich konnte euch die beiden Features ein bisschen näher bringen, soweit die Informationen von der BlizzCon 2015 dazu. Wie immer findet ihr weitere Informationen dazu und natürlich zu vielen weiteren Inhalten von World of Warcraft Legion auf www.mmozone.de. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Kabasch.